Es soll die letzte Sondierungsrunde für ein Jamaika-Bündnis in Berlin sein. Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen versuchen sich in der Landesvertretung Baden-Württemberg in einer Reihe von Konfliktpunkten zu einigen. Besonders umstritten sind weiterhin die Flüchtlingspolitik und der Klimaschutz. Wir werden noch mal eine intensive Beratung heute haben. Wir werden uns noch mit den offenen Fragen beschäftigen. Aber dann, denke ich, wird es auch zu Entscheidungen heute kommen. Wir müssen heute entscheiden. Und wir legen großen Wert darauf, dass wir in wichtigen Punkten auch Entscheidungen treffen für dieses Land und für diese Bevölkerung. Das heißt, wir wollen bei der Zuwanderung für die Zukunft Humanität und Ordnung mit einer Begrenzung der Zuwanderung. Für Aufsehen sorgt ein Kompromissangebot der Grünen. Demnach soll die von der Union geforderte Zahl von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr als atmender Rahmen gelten. Das Angebot gelte aber nur, wenn sich auch die CSU bewege, hieß es. Wir sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen, auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Verantwortung fürs Land, darum geht es jetzt. Und ganz klar, wir verhandeln so lange, wie nötig ist. So ein schwieriges Projekt wird man nach so vielen Wochen, nach so einer langen Anlaufzeit jetzt bestimmt nicht nach der Stechuhr machen können. Vor allem FDP-Politiker hatten auf ein Ende der Verhandlungen bis 18 Uhr gedrängt. Inzwischen wird indes eher erwartet, dass sich die Verhandlungen bis in den Abend oder auch bis tief in die Nacht hinziehen.